Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und ihr seht es vielleicht schon. Wartet, ihr hört es gleich. Welches Spiel kommt? Bud Spencer Productions. Yeah! Oh, ich liebe den Song. Also, wir spielen. Boah, ich höre das voll laut auf meine Kopfhörer. Wir spielen Bud Spencer und Terence Hills Lab and Beans auf der Switch. Ich muss das ein bisschen leiser bei mir drehen. Ich glaube, ihr hört das nicht so laut wie ich. Ja, ich habe schon mal angefangen. Jetzt werde ich natürlich ein neues Spiel mit euch starten. Ich bin ein großer Bud Spencer und Terence Hill Fan und auch gewesen und bin immer noch ein Fan natürlich von den beiden Kerlen und den Filmen. Und jetzt habe ich kürzlich die 2D-Prügelversion eines Bud Spencer und Terence Hill Spiels entdeckt. Und da konnte ich natürlich nicht anders. Ich musste zugreifen und musste es spielen. Und ihr werdet ja sehen, was das für ein Spiel ist. Es gibt es auf so ziemlich allen Plattformen, glaube ich. Also PlayStation habe ich es schon gesehen, PlayStation 4, auf Steam gibt es es und jetzt halt auch für die Switch. Werden wir einfach mal starten. Zack, bong. Falscher Knopf schon mal. Okay, B. Mal sehen. Ich bin Bud Spencer, würde ich sagen. Das passt gut. Terence Hill ist jetzt ein CPU, weil ich jetzt alleine spiele. Warte mal. Weiter. Okay, ich bin ein bisschen... Okay, laden. Es geht los. Super, ich freue mich. Schauen wir mal, was das Spiel so bereithält für uns. Ah, hier so eine typische Filmszene. Moment, ich muss mal hier was ändern noch. Zack. Ist es schon fertig? Ich bin hungrig. Very hungrig. Riecht es nicht wunderbar? Hetz mich nicht, das ist mein Geheimrezept. Ah, Bud kocht Bohnen. Eine Bohnenpfanne. Wer bist du denn? Hey, das ist unser Abendessen nur für uns. Nur für mich. Es ist so eine typische Szene. Kannst du ruhig behalten. Wir sind wegen euch da. Schnappt euch die beiden. Warum denn die Eile? Lass uns doch ein bisschen Spaß haben mit den beiden. Also ich mag diese Szenen eigentlich. Diese kurzen Dialoge. Kann man natürlich jederzeit überspringen. Ist klar. Guck mal, auf der rechten Seite, da warten schon zwei Pferde auf uns. Ich hoffe, das sind unsere. Kann man natürlich überspringen. Aber warum denn? Ich habe sie jetzt, beim ersten Mal wollte ich halt das Prügelerlebnis. Ich habe es ja schon einmal kurz angespielt. Und habe dann die Dialoge übergangen. Und jetzt werde ich sie mir mal durchlesen. Mal sehen, ob sie auch so ein bisschen Comedy und so drin haben. Ob die Dialoge gut sind. Werden wir mal gucken. Lass uns auch ein bisschen Spaß mit den beiden haben. Du hast recht, übertreib es aber nicht. Der Boss will sie lebend. Wir werden gejagt. Ich kümmere mich um den fetten Boss. Ich kümmere mich um den fetten, ja. Das bin ich. Hey, er hat mich geschlagen. Nochmal. Hey, siehst du denn nicht? Der gibt sich richtig Mühe. Ah, jetzt kann ich zurückschlagen. Okay, das ist so eine Art Tutorial. Ah. Zack. Ah, ist blocken. Und gleichzeitig kontern wohl. Hey, Keule, sind noch alle Knochen beieinander? Inside Coin steht oben. Er kann nicht mehr sprechen. Vielleicht braucht er nochmal so einen Pfund auf den Kopf. Ich glaube ja. Oh, jetzt konnte ich Terence auch spielen. Alles klar. Prügelpunkte. Ich glaube, Terence ist der etwas Schwächere. Er hat weniger Punkte bekommen oben rechts als Bud. Genug, wir haben keine Zeit. Hey! Unsere schöne Pfanne. Du, der fasst dein Essen an. Darf der das? Unser Essen? Machen wir sie fertig, Jungs. Ja, Chef. Sicher, Chef. Ah, ich kann zurückprügeln. Okay. Erste Prügelszene, yeah. Okay, zack. Also ich muss sagen, es gibt ein schon befriedigendes Gefühl, wenn man da zuhaut. Die Soundeffekte sind in Ordnung. Zack, zack. Super schnell für den Dicken, für Bud.
Tut mir leid für dein Abendessen. Ja, das bringt es auch nicht wieder. Ja, genau. Dein Abendessen. Nun, hab dich nicht so. Du brauchst einen schönen Teller Bohnen von mir, sobald wir... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Na, dann los. Nach Stoneville. Auf nach Stoneville. Es ist Mitternacht. Bist du nicht müde? Nein, ich bin hungrig. Ach, die Musik ist so toll. Das ist Originalmusik. Und wir können reiten. Ah, kleiner Vorspann. Ach, toll. Lohnt sich ja schon allein wegen der Musik, das Spiel. Wir können auch mal gucken. Ich glaube, derzeit kostet es auf der Switch 20 Euro, aber es gibt immer mal wieder Angebote. Ich glaube, ich habe es auch schon mal für 7, 8 Euro sowas gesehen. Da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Macht ihr nichts verkehrt. Schon allein der Sound, schon allein die Musik. Ist doch ikonisch. Ikonisch? Ikonisch? Ikonisch. Oh, jemand ist in Gefahr. Wir müssen helfen. Bitte lasst uns in Ruhe. Wir haben doch nichts. Wir sind auf dem Weg zu unserem armen kranken Vater. Oh je. Okay, die Dialoge. Geht so la. So la la. Hört auf zu jammern. Ihr habt einen Wagen und die Pferde. Was denn der Dicke da in einem unten rechts? Der sieht aber aggressiv aus. Und deine Schwester ist sehr hübsch. Mhm. Wer sucht eine Frau? Mirandruk sucht eine Frau. Heute ist dein Glückstag. Oder dein Pechtag. Pechstag, würde ich sagen. Nein, ich werde diesen Stinker niemals heiraten. Das bestimmt der Dicke da. Stinker? Ja, siehst du? Also den Dicken übernehme ich, Terrence. Oder wie heißen die beiden in dem Film? Ich glaube, das ist die rechte und die linke Hand der Götter. Ja, so sieht's aus. Hm, hau jetzt ab. Ich habe Kohldampf. Oh, ich muss mir die Filme nochmal vor Augen führen. Ich habe die Titel nicht so drauf. Ich kenne von Terrence Nobody, klar. Mein Name ist Nobody. Doch die rechte und die linke Hand der Götter, so heißt das schon. Und etliche andere Filme. Ja, so sieht's aus. Hau jetzt ab. Ich habe Kohldampf. Nochmal, ja. Ich lese alles zweimal vor. Hm, du bist hungrig. Miratrock. Er wird dich auffressen? Was? Der Miri wird mich auffressen? Warum passiert das immer nur mir? Okay, ab geht's. Jetzt los. Jetzt bei Hübschen geht jetzt. Wir kümmern uns, die zwei Herren. Den Wagen könnt ihr später abholen. Yes, wir machen sie fertig. Vielen Dank. Wiedersehen. Oh, wollt ihr hin? Hey, was? Finger weg. Hast du dir wehgetan, Chefchen? Was ist das, der Chefchen? Oh, los geht's. Also wir können auch rennen hier. Auf R2 geht das auch. Was sieht das süß aus mit Bad Rennen. Und er hat den Dampfhammer. Guckt einmal. Dampfhammer. Wow. Ein Schlag und die Kleinen fallen um. Na, Dickerchen. Pfanne. Hier, man kann die Pfanne nehmen. Oh, die Bohnen essen. Dann geht's einem wieder gut. Und man kann sie sogar noch mitnehmen. Also ist nicht schlecht. Bewegen. Und jetzt kommt tolle Musik doch dazu. Ja. Und sieht das nicht niedlich aus, das Spiel? Ist doch super. 2D-Grafik. Hier, so Retro-Grafik-mäßig. Und ein, ja, Side-Scrolling-Beat-em-up-Spiel. Gut. Jetzt viel Varianten gibt es jetzt nicht. Es gibt hier die linke und die rechte, so einen leichten Schlag vom Bad jetzt. Ich rede jetzt nur vom Bad. Oh, ein Bierchen. Lass uns mal das Bierchen nehmen. Blablabla. Hey! Den leeren Bierkrug haut man doch nicht. Man wirft den Bierkrug. Warte mal, wo kann ich werfen? Ich kann doch noch irgendwo werfen. Ja, jetzt habe ich ihn geworfen. Was wollte ich sagen? Achso, attackenmäßig. Hier, leichte Attacke, leichter Schlag. Links, rechts, da kombiniert immer so ein bisschen. Dampfhammer. Dann kann man natürlich mit den Gegnern kann man auch interagieren. Sie werfen. Das ist cool. Wow, jetzt habe ich alle abgeräumt. 4 auf 1 Streich oder wie viel waren das? Und man kann laufen und gleichzeitig so eine Schulter hier Attacke machen. Also, das sind soweit
soweit ich jetzt festgestellt habe, alle Attacken, die man so hat. Oh, okay. Auf L2 da hinten kann man auch den Charakter wechseln. Auch ganz cool. Wer bist du denn? Verdammt, die Brücke ist eingestürzt. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr rüber, ne? Warum passiert das immer? Nur uns. Ich weiß es nicht. Wir müssen einen Weg finden, um auf die andere Seite zu gelangen. Wenn du denkst, ich springe darüber, dann hast du falsch gedacht. Ja, man sieht nicht immer so, wer jetzt gerade spricht, aber das liegt, glaube ich, daran, dass sie beide unterschiedliche Schriftfarben haben, oder? Also das müsste jetzt Bud gewesen sein. In grün und in hellblau hier ist das Terrence. Nein, ist für dich Fettsack eh zu weit. Okay, Dialoge gehen so. Ich versuche mal, auf diesen Holzbalken zu klettern. Also die Filme waren ja auch für die tolle Synchronisation bekannt, ne, muss man sagen. Das war ja auch sowas. Ich weiß nicht, wie die Original, also beide sind ja Italiener. Im Original wurde es bestimmt nicht synchronisiert, aber ob die auch so pfiffige Dialoge hatten damals, bin ich mir nicht sicher. Nein, es ist zu hoch. Ich brauche etwas Hilfe. Wie wäre es mit dem Fass? Ja, gute Idee. Muss mir doch nicht alles sagen. Aber das ist viel zu schwer. Okay, dann Bud nimmt das Fass und du springst dann da hoch. Also das ist ja auch so eine Sache. Ein bisschen Kombinationsarbeit. Ist ja nett gemacht, ne? Nicht nur prügeln, sondern hier auch ein bisschen rätseln. Aber Rätsel ist übertrieben. Okay, das macht jetzt automatisch. Sehr gut. Also ich könnte ihn wahrscheinlich jetzt auch steuern, aber... Muss jetzt nicht sein. Okay, gehen wir mal weiter. Da kommen die Prügelknaben, komm schon. Auf euch wird geprügelt. Oh, das findest du süß, wie er läuft. Das haben sie so gut nachgebildet. Aber in den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill, da gab es auch immer mal wieder Szenen. Ich kann mich schon erinnern, dass Bud ab und zu gelaufen ist. Und das sah genauso aus. Das sah genauso aus, so süß. Haben sie das gemacht. So, also der leere... Na, was ist jetzt los? Also Energieprobleme gibt es auf jeden Fall keine. Ich muss mal schauen. Oben die Leisten. Das ist wohl eine Ausdauer und eine Energie, oder? Habe ich jetzt noch nicht so rausbekommen. Ups. Nochmal. Die Bodenpfanne, aber die braucht man eh nicht. Oh, ich liebe den Sound. Der ist so gut. Bodenpfanne weggeworfen. Jumbo. Okay, das Prügeln geht so. Aber es macht auch trotzdem Spaß. Einfach prügeln. Einfach das Erlebnis von damals. So ein bisschen Selbstspiel. Ich habe ja die Filme auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, da ist der Saloon. Ja, da ist ja der Saloon. Weiter, weiter. Gehen wir rein. Endlich gibt es was zu fressen. Endlich können wir herausfinden, was hier los ist. Bud denkt nur ans Essen. Ey, Kuh, ein bisschen leiser. Das ist der Saloon. Ah, die Musik ist klasse hier von dem Spiel, muss man sagen. Grafik finde ich auch süß. Schau mal, Liebe zum Detail. Karten wird hier gespielt, hier wird gegessen. Hier wird, weiß ich nicht, betrunken wahrscheinlich. Ist schon betrunken, der Herr. Man kann mit ihnen reden. Kann man mit euch reden? Nö, nicht so aus. Doch, hier. X. Was hast du gesagt? Ah, ich habe nichts gelesen. Ah, hier. Schon wieder nicht gelesen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Okay. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Und was sagst du? Haben wir uns nicht mal schon gesehen? Okay. Unwichtiges Zeugs hier. Gehen wir zum Barkeeper. Da geht die Story wohl weiter. Gott zum Gruße. Großer. Und was sagst du? Barkeeper. Barkeeper. Ich hätte gern was zu essen. Sieht nicht so aus, als gibt es hier was zu essen. Was gibt es hier zu essen? Was? Mit dir kann man nicht reden. Rechts geht's auch nicht weiter. Oh, lauf, 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 großer.
Warte mal. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Mit dir reden? Hey Kumpel, wie viel Whisky? Was? Die reden so schnell, ich hab's gar nicht. Irgendwas mit Alkohol. Komm schon, muss ich vielleicht mit Terrence? Bring was zu futtern. Ah, jetzt glaube ich geht's weiter. Was würden Sie gern bestellen? Bist du schwerhörig essen? Was ist egal, was es ist, Hauptsache essen. Dürfte ich Sie was fragen? Ich klar, Fremder. Was kann ich für Sie tun? Nun ja, also ich nicht. Also um ehrlich zu sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Hä? Oh, Sie sind lustig. Ich mag Sie. Wieso arbeitet ein so schönes Mädchen an einem Ort wie diesen? Dieses Städtchen scheint ja nicht sehr sicher zu sein. Er ist schon wieder am Flirten. Wo steckt eigentlich der Sheriff? Kümmert er sich nicht um Recht und Ordnung? Ich... Hör auf, zu Fragen zu stellen. Verschwinde. Sonst was. Oh, oh. Was ist damit? Wenn Sie hier was trinken wollen, müssen Sie Ihre Waffen abgeben. Wem ist denn sowas eingefallen, dir? Das nicht, aber es ist an und für sich eine gute Idee. Hier kommt keiner bewaffnet rein. So ist nun mal das Gesetz in unserer Stadt. Und richtet euch danach, wenn ihr nicht rausgeschmissen werden wollt. Ich will das nur geklärt wissen, bevor ihr euch was hinter die Binde gießt. Haben Sie immer so gute Laune? Nein. Manchmal ist sie auch schlecht. Na gut, legen wir ab die Dinger. Sonst fängt er noch an zu muffeln vor Erregung. Danke. Die beiden da an der Bar, da sollen zwei Geheimagenten aus Washington sein. Eine feine Sammlung, was? Na, ihr beiden, wie geht's? Setzt euch doch. Klär mich mal auf, was so komisch ist. Setz dich. Hey, der fasst dich an, darf der da? Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst, zwinker ich mit den Fingern. Dann gibt's vor die Sabberin euch allen. Kannst du Hosenpuper mir mal erklären, wie ihr das anstellen wollt? Hm? Hosenpuper? Sag mal, hast du mal beten gelernt? Mitnehmen? Wen? Ist sowas nicht lästig? Darf ich loslassen? Ja. Mein Rollstuhl wartet. Oh, Musik. Keine Musik mehr. Prügel, Prügel. Was müssen wir jetzt machen? Knopf drücken. Okay. Das war aber schnell. Oh, nicht schon wieder. Geht das schon wieder los? Eigentlich wollte ich doch nur was zu essen. Aber ich kriege auch langsam Hunger. Hey, das sind die beiden. Auf die der Sheriff das ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Da haben wir den Salat. Du musst ja unbedingt wieder Ärger machen. Ja, das ist auch sowas. Bud unterstellt Terrence dann immer, dass er Ärger macht. Aber ich für meinen Sinne denke, er deckt nur die Fehler schon frühzeitig auf, während Bud das alles ziemlich Schnuppe ist meistens. Ich habe doch gar nichts gemacht. Naja, Bud, jetzt musst du helfen. Und los geht's. Oh, 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 Stühle. Stühle werden geworfen.
Ey, 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 alle zusammen. Komm, wir brauchen den Dampfhammer. Genau. Und Wurf. Okay, jetzt hat Bud, jetzt habe ich auch ein bisschen, warte mal, ich gehe mal zur Seite, jetzt habe ich ein bisschen Energie verloren. Die erholt sich aber auch nicht selbstständig. Jetzt lasse ich Terrence vollstich. Warte, ich hol mir mal einen Stuhl. Und bitte sitzen. Sitzen bleiben, du bleibst hier sitzen. Bisschen Energie verloren. Aber die Ausdauer oder diese blaue Leiste geht auch nicht runter. Doch jetzt, wenn ich meine Spezialattacke Dampfhammer einsetze. Was? Geschrei, ab nach oben. Komm, Kleiner. Und Wurf. Und Wurf. Nein, nicht. Mal sehen, Dampfhammer. Oh ja, verliere ich schon viel. Von der blauen Leiste. Mal was trinken. Okay. Getränke geben nur Energie wieder. Keine Ausdauer. Hart ab, wenn das Mädchen am Leben bleiben soll. Okay. Oh, ein Schussduell. Schuss. Voll daneben. Oh Gott, Y. Schuss. Schuss. Und Schuss. Yeah, alle getroffen. Oh Gott, ich wollte schon auf das Mädchen auch noch schießen. Komm, wir haben dich gerettet. Komm, geh, komm in Sicherheit. Sie haben mich gerettet. Darf ich den Mann meines Helden erfahren? Den Namen. Den Mann. Namen. Mein Name ist Nobody. Nein, sein Name ist Dummschwätzer. Naja, wie kann ich ihm danken? Lass uns zusammen in den Sonnenuntergang rein. Ach so, ja. Meine Gnädigste, wir würden gerne dieser Stadt helfen. Wir sind nämlich auf einer geheimen Mission und auf der Suche nach einer gestohlenen Waffe. Das wüsste, weiß sie das? Also darf ich nicht sagen, für wen wir arbeiten und weshalb wir hier sind. Aber natürlich können sie uns vertrauen und wir befinden uns nämlich von geheimen Missionen Auftrag der Regierung. Okay, wiederholt sich, ja. Ich drehe ihm gleich den Hals um. Okay, was kann ich ein bisschen verstehen? Diese Banditen haben den Sheriff eine große Kiste geliefert und seitdem führen die sich hier auf wie Graf Rotz. Keine Sorge, zuerst helfe ich euch und danach heiraten wir. Mensch, aber nicht, wir müssen jetzt los, die Arbeit wartet. Ah ja, bis bald, mein Engel. Komm zu mir zurück, mein Held. Oh, sie hat auch Interesse. Ey, was ist denn hier los? Prügeln geht weiter, würde ich sagen, ihr zwei schon wieder. Also ich weiß ja nicht, okay, die Dialoge sind so ein bisschen schwach, würde ich mal sagen, aber das stört mich nicht so sehr. Ein bisschen Story in Form von Dialogen. Hey, jetzt hat Terrence das Bier weggeschnappt. Gut, ich hätte das eh nicht gebraucht. Ich wollte das nur zum Prügeln. Ja, ich nehme das mal. Prügel 1. Prügel 2. Okay, ich denke mir also, das Spiel ist ganz nett. Zu zweit macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn jemand dann mit dem man spielen kann. Zu zweit die Feinde niederprügeln ist natürlich wunderbar. Also vom Schwierigkeitsgrad ist es super easy. Machen wir uns nichts vor. Ist kein Schwierigkeitsgrad. Eigentlich. Ist halt einfach so ein Fun-Spiel, so ein Gute-Laune-Spiel. Einfach so seine Lieblingskindheitsschauspieler hier nachspielen. Die Szenen so ein bisschen. Und einfach den Sound, die Musik genießen. Das ist einfach die. Ich könnte einfach auch nur hier die ganze Zeit den Soundtrack hören hier. Das ist wunderbar. Und zwischendrin noch ein bisschen prügeln. Das ist einfach so ein bisschen atmosphärisch. Also ich finde es toll. Auch wenn das wahrscheinlich nur für Fans ist, das Spiel, oder? Ich denke auch. Weil würden wir dafür 20 Euro ausgeben? Ein Fan, würde ich mal sagen. Du hast meinen kleinen Bruder verprügelt. Ich kann mir den Namen nicht. Miradrugo, was ist das für ein Name? Ich hasse den Namen. Schon allein den Namen hasse ich. Dein Bruder, der hat ja wohl immer das Essen vom Teller geklaut. Ich glaube auch.
Du wagst es so, mit mir zu reden? Und noch mehr. Sag mal, sehen die zwei für dich wie Brüder aus? Keine Ahnung, aber ich hau ihm erstmal eins in die Schnauze, danach schauen wir weiter. Okay, auf geht's! Die beiden brauchen unsere Spezialbehandlung. Was ist eure Spezialbehandlung? Oh! Drück. Also, gut, Abwechslung gibt es jetzt in dem Sinne. Schon, wie ihr gesehen habt, da gibt es ja diese Schießduelle, dann jetzt so ein bisschen smashen auf die Buttons. Hauptsache, ja gut, der Hauptbetrag ist schon noch, der Hauptspielanteil ist natürlich schon immer noch diese Prügeleien, ist aber klar. Die machen, finde ich, auch noch am meisten Laune. Diese Minispielchen sind auch in Ordnung, finde ich. Die lockern das Ganze so ein bisschen auf. Eigentlich ganz nett. Okay, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mit Terrence spielen. Hätte ich jetzt Bock zu? Wir wechseln mal. Terrence, warte mal, ich muss hier noch die Feinde verprügeln. Und dann spiele ich mal mit dir. Lass mal hier ein bisschen Ruhe schaffen. Komm, ich nehme ihn. Okay, jetzt wechseln. L. Hallo? Okay, jetzt funktioniert es momentan nicht. Warte mal, ich habe doch L2 war es vorher. Okay. Heißt das, man kann nur an bestimmten Stellen vielleicht wechseln? Das könnte natürlich sein. Das könnte auch sein, wo ich jetzt echt Lust hätte zu wechseln. Warte, ich drücke nochmal die L-Knöpfe. Warte, wir gucken nochmal Steuerung. Oh, guckt, wie süß das aussieht hier. Hier, man ist in der Spielhalle und spielt das gerade. Steuerung, gucken wir mal. Okay, ich drücke immer den A-Knopf, obwohl der nicht dafür da ist, zu bestätigen. Das ist auf der PlayStation so, aber nicht auf der Switch. Deswegen wechsle ich es oft. Okay, bewegen, aufheben X, schneller Angriff, wuchtiger Angriff, abwehren A. Okay, Abwehrattacke habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, die L-Buttons werden da gar nicht benannt, nee. Obwohl die ein wesentlicher Teil der Steuerung sind. Alles klar. Also man kann wahrscheinlich nur an bestimmten Stellen wechseln, wo man es auch braucht wahrscheinlich, denke ich mir. Weil, ja, Spoiler-Alarm, später gibt es zum Beispiel einen kleinen Zwischenboss, bei dem man zusammenarbeiten muss. Und ich denke mir, das ist halt so eine Szene, wo man wechseln sollte oder muss, um ihn zu bezwingen, ja. Sonst kann man ihn nicht besiegen. Aber ich spiele gerne mit Button. Habe ich schon gesagt, dass der Soundtrack super ist, dass die Musik toll ist? Ich glaube schon ein, zwei Mal. Hier diese, wie heißt die, Mariachi-Band? Ich glaube, so heißen. Also ihr seid wirklich keine Feinde. Ich hoffe, dass mal hier der erste Zwischenboss kommt. Oh, wir prügeln Teamwork! Teamwork. Oh, hey. Wo willst du denn hin? Das sieht ja nach einem Schießduell aus. Ja, ich will eigentlich zum Sheriff. Auf den Locus. Wir möchten mit deinem Chef sprechen. Hier gibt's keinen Sheriff, nur mich. Im Namen des Gesetzes verschwindet. Jetzt, ihr Penner. Naja, hast du den Hilfs-Sheriff gehört? Das Gesetz hat dich gerade einen Penner genannt. Nein, er meint nicht. Der meint dich, der meint nicht mich, der meint dich. Nee. Schluss jetzt, hau ab. Haut ab oder es bleibt. Es hagelt Blei. Es bleibt Hagel. Ja, nur ja mal sehen hier. Ich habe gutes Zielfutter gegessen. Nein, ich habe nichts gegessen. Getrunken. Warte mal. Zack. Einmal daneben. Okay. Aber ich habe nur 4 Schuss für 2. Getroffen. Und. Nein, komm, ein Schuss noch. Muss ich den oberen auch treffen? Daneben. Was jetzt? Ah, okay. Ist nochmal davon gelaufen. Okay, seht, man kann nichts verkehrt machen. Nein! 2 Schuss für 3 Feinde? Das gibt's doch nicht. Okay, mehr Konzentration.
muss wirklich auf die richtige, sagen wir mal so, auf die aufs richtige Timing achten. Also Zeit hat man ja auch. Ist ein bisschen schwierig, weil das Ziel manchmal sehr schnell ist und manchmal langsam über die Figuren schwebt. Aber jetzt habe ich es geschafft. Hosen runter! Ja, man muss ein bisschen Geduld haben, nicht gleich hier alles abfeuern. Man hat ja doch viel Zeit. Hey Sheriff, verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Kommen Sie raus. Mit erhobenen Händen, im Namen des Gesetzes. Wo ist der Sheriff? Der Sheriff ist zum Bahnhof geflüchtet. Ich habe alle erzählt, dass ihr auf einer geheimen Mission in Auftrag der Regierung seid. Geheimhaltung ganz oben. Klar, sehr geheim. Nehmt unsere schnellsten Pferde und holt diesen Schurken ein. Lasst sie dafür bezahlen. Na klar. Okay, wir reiten. Wow. Okay. Ich würde sagen, damit endet diese Let's Play-Folge oder Let's Schnupper hinein. Meistens habe ich ja diese Folgen auch nur so als Teaser so ein bisschen und um vielleicht euch auch mal das Spiel zu zeigen so ein bisschen und euch zu sagen, was ich davon halte. Genau, das wäre es eigentlich so. Vielleicht habe ich noch mal Bock, ein paar mehr Folgen aufzunehmen. Keine Ahnung, oder auch nicht. Man wird es sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und mit dem Spiel, wenn ihr Fans von Bud und Terrence seid, könnt ihr mit dem Spiel nichts verkehrt machen. Also macht es gut. Ciao.